Hallo lieber Willi, zum 40. Jubiläum haben wir uns, denke ich mal, was ausgedacht und du durftest uns schon fahren und schau mal, was wir dir noch mitgebracht haben. Aber der Enzo, der wollte auch noch was dazu sagen. Ja Willi, alles Gute zu deinem Dienstjubiläum, 40 Jahre Kickers. Du hast jeden durch die Gegend gefahren, wirklich. Ich kann mich an Trainingslager im Ausland erinnern, über die Schweiz, über den Brenner. Es war wirklich sensationell mit dir. Und nicht vergessen, du hast mich zweimal an Raststätten vergessen. Ich werde es niemals vergessen. Aber wenn es einer darf, dann du. Und jetzt schau mal, wer dir alles gratuliert, wen du alles durch die Gegend gefahren hast. Willi, du bist ein ganz großer. Mach's gut. Ganz großer. Lieber Willi, 40 Jahre bei den Stuttgarter Kickers. Du bist eine Institution. Du bist Stuttgarter Kickers. Kickers-Jahre sind ja zum Teil Hundejahre. Du hast sie alle überlebt. Du warst ganz oben mit dabei und warst ganz unten mit dabei. Und immer hast du uns treu und schnell und zuverlässig zu unseren Spielen gefahren. Du gehörst einfach dazu und wir freuen uns irrsinnig drauf, die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht nicht, aber Jahre auf jeden Fall weiter mit dir fahren zu können. Der neue Bus steht ja vor der Tür und der Willi Mast wird ihn wieder super fahren. Servus Willi, ich gratuliere dir. Ein 40-jähriges Jubiläum ist überragend und ich habe gedacht, es passt dazu, dass ich auf der Bahn bin. Die vielen Meter, die du uns sicher von A nach B gebracht hast, sind mir in Erinnerung. Ganz hervorragend war das, mit dir zu fahren. Ich hatte immer ein gutes Gefühl. Und das Rückwärts-Einparken des Nachts war auch ungewöhnlich für mich, in welcher Geschwindigkeit du im Rückwärtsgang dort hochgeprescht bist. Unglaublich. Zweiten Gang, dritten Gang hast du, glaube ich, als Rückwärtsgang drin. Das war schon erstaunlich und ich werde auch mich immer wieder daran erinnern, dass der ein oder andere blass geworden war, als du den Jagdpass runtergejagt, raufgejagt bist mit den Kurven und du die Herausforderung gesucht hast. Es waren tolle Erlebnisse mit dir und ich war eben im Stau und dachte auch da an unsere schöne Tour, die wir gemacht haben, wo du einfach deine Energie gezeigt hast und immer wieder vorwärts wolltest, obwohl wir mit dem Schlauchboot unterwegs waren und irgendwie doch Stopp gerufen wurde, wolltest du immer weiter vorwärts. Das war eine tolle Geschichte und das wird mir in Erinnerung bleiben. Ich hoffe, dir geht's gut und genieß es. Alles Gute weiterhin von Claudia und von mir. Liebe Grüße, bis bald. Tschüss. Hallo Willi. Seit 1983 fährst du jetzt die Kickers zu den Spielen. Und vor allen Dingen auch wieder heim nach Degerloch, immer sicher, fast immer pünktlich. Das ein oder andere Mal war es richtig eng, du kannst dich sicherlich daran erinnern. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen, dass du und deine Familie, dass ihr alle gesund bleibt. Freue mich, dich bald wieder zu sehen bei einem der nächsten Auswärtsspiele. Bis dahin, alles Gute, auf die Blaue. Hallo Willi. Alles Gute zu deinem 40-Jährigen. Habe gehört, du hast die halbe Welt umreist oder besser gesagt doppelt umreist. Ich kenne keinen, der so positiv bekloppt ist wie du. Ich weiß gar nicht, wie lange du noch fahren willst. Wahrscheinlich willst du noch mal nach München, nach Dortmund. Dafür wünsche ich dir alles Gute und weiterhin gute Fahrt. Lass dich feiern. Tschüss, mein Freund. Hallo Willi, Rainer Torl hier. Vielen Dank für die 40 Jahre, die du für Kickers jetzt fährst. Das Jubiläum ist ja unglaublich und es ist wunderbar, sowas jetzt hier aufnehmen zu dürfen, um dir zu gratulieren für dieses tolle Jubiläum. An eine Fahrt erinnere ich mich besonders. 20 Minuten vor dem Spiel kamen wir erst in Schalke an, Relegationsspiel gegen St. Pauli, aber du bist immer ruhig geblieben am Steuer und wir haben das Spiel dann auch ruhig und locker 3-1 gewonnen. Also, nochmal, toll, was du da geleistet hast oder und noch leistest. Herzlichen Glückwunsch, lieber Willi, zum 40-jährigen Jubiläum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich noch erinnern, deine erste Fahrt nach Wattenscheid ins Lohheide-Stadion damals 1983. Waren wir im Stau gestanden. Ich kann mich auch daran erinnern, wo du mich mal zur Apotheke gefahren hast morgens. Ich glaube, ich war da erkältet. Und ich konnte mich auch daran erinnern, wie du und Ralf Vollmer und ich oft abends im Hotelzimmer was getrunken haben und über Gott und die Welt philosophiert haben.
Auch haben wir die größten Erfolge miterlebt, wie die Pokalendspiel, Meister in der zweiten Bundesliga, Aufstieg in die erste Bundesliga. Du bist nicht nur ein großartiger Busfahrer, sondern auch ein toller Mensch. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück und Prost zu deinem 40-Jährigen und viele blaue Grüße. Zum Wohl. Ja, lieber Willi, Mass, hier ist der Guido. Ich möchte dir auch ganz herzlich zu deinem 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren für die Kickers. Ich glaube, das ist eine unheimliche Treue, die du hast. Du hast das Kickersherz am richtigen Fleck und bist immer für die Blaue da gewesen und bist immer noch da. Ich gratuliere dir. Ich glaube, der Verein, die Stuttgarter Kickers können froh sein, so einen tollen Busfahrer zu haben, so einen tollen Fan, so einen Mensch, der auch zwischenmenschlich unheimlich viele Dinge positiv in der Mannschaft immer reinträgt. Also von daher, bleib so wie du bist. Herzlichen Glückwunsch und auch von mir, vom Guido Buchwald, viele herzliche Grüße und Gratulation. Lieber Willi, auch ich möchte dir natürlich zu deinem 40-jährigen Dienstjubiläum ganz recht herzlich gratulieren. Es ist schon Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, denn ich weiß immer noch genau, unsere letzte gemeinsame berufliche Fahrt am 9. März 2003, als wir zurückkamen von München und du den Bus mal wieder ganz souverän rückwärts auf den ADN-Sportpark eingeleitet hast, war schon leicht was zu erkennen. Am Ende war es dann so, es war mein letzter Arbeitstag offiziell für die Kickers und das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Und ich bin sicher, dass meine Nachfolger, genauso wie meine Vorgänger übrigens, deine dir eigene Art, ruhig, souverän, immer positiv, sehr geschätzt haben und auch weiterhin schätzen werden. Die Kickers können sich glücklich schätzen, so einen Menschen wie dich in der Familie zu haben. Ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund und natürlich feiert auch schön. Und ich freue mich auf bald wieder persönlich. Tschüss. Hallo Willi, unfassbar. Seit unglaublichen 40 Jahren fährst du die Jungs durch die Gegend und hast uns damals auch durch die Gegend gefahren. Du bist der beste Busfahrer, den ich jemals in meinem Leben hatte, in all meinen Vereinen, in denen ich gespielt habe. Unglaublich. Ich erinnere mich an eine Fahrt von Mönchengladbach nach Stuttgart. Das ist unerreicht. Ich sag die Zeit nicht, weil sonst kriegst du vielleicht eine Strafe. Willi, alles Gute auf die nächsten 40 Jahre. Fahr weiter, gut und sicher. Alles Gute. Klaus. So, hallo, ich grüße euch alle. Ja, zur Ehre von einem ganz besonderen Menschen, von einem ganz besonderen Blauen, habe ich hier mal mein blaues Eck aufgebaut. Die Utensilien, die ich alle wirklich gut aufgehoben habe, hier nochmal alle hergerichtet. Und ihr seht schon hier auf der großen Fahne, ich hoffe, ihr könnt es lesen, Tradition verpflichtet. Was bedeutet denn Tradition? Es ist so schnell mal auf eine Fahne geschrieben, so schnell ist von Tradition gesprochen. Aber Menschen, die seit 40 Jahren für die Blauen wirklich mit Herz und Seele zugange sind, solche Menschen wie der Willi Mast, der schon lange vor mir da war und ich war auch schon vor 20 Jahren da, lange vor mir da war, jetzt immer noch da ist. Das sind doch diese Menschen, die die Tradition ausmachen. Einmal Blaue, immer Blaue. Willi, es war noch was ganz, ganz Besonderes mit dir. Danach habe ich noch viele Busfahrer gehabt, bis zur Champions League, Bundesliga, in Österreich, überall. Und ich habe überall nette Jungs gehabt, das muss ich sagen. Aber du warst natürlich schon einer von den ganz großen Busfahrern, bist einer von den ganz großen, ein absoluter Teamplayer, immer gut drauf. Und das jetzt wahrscheinlich seit 40 Jahren. Die letzten Jahre habe ich ja nicht mehr ganz so den engen Kontakt gehabt. Aber versprochen, dieses Jahr komme ich dann auch mal wieder ins Stadion und drücke die Daumen. Also aus meinem blauen Eck hier, Willi, toi toi toi, dass es, naja, vielleicht nicht ganz 40 Jahre in Zukunft reicht, für mich nicht, für dich nicht, aber dass es noch viele, viele Jahre für die Blauen sind. Du bist ein toller Mensch und ich habe immer, immer sehr gern mit dir die Reisen angetreten, weil ich halt immer auch gesund zurückgekommen bin. Ciao, Willi, ciao, die Blauen.
Liebe Willi, du hast eine sehr schwierige Aufgabe, nicht nur die Spiele sicher in das erste Spiel zu bringen. Ich werde dir später erklären, warum. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie wichtig in diesem ersten Spiel du bist. Ich weiß, dass du seit 40 Jahren Bus fährst und es ist schwer, sich an alle Details zu erinnern. Erste Auswärtsspiel kann Auswirkungen in die gesamte Meisterschaft haben. Deshalb will ich dich was fragen. Ob du dich erinnerst, welchen Anzug hast du getragen beim ersten Spiel? Was hast du gefrühstückt an dem Tag, wo du gefahren bist? Auf welchem Weg bist du von zu Hause zum Stadion gefahren? Hast du unterwegs irgendwelche Zwischenstopp oder hast du vielleicht einen Stau? Hat dich dein Nachbar viel Glück gewünscht oder hat deine Frau dir viel Glück gewünscht? Erinnere du dich, ob mit oder mehr Spiele wie dir verloren oder gewonnen? Ich mache mir große Sorgen um dich, du weißt, dass die Trainer und Spieler sehr abergläubig sind. Wenn das Spiel verloren wird, soll ich dir was sagen, du bist ja dran schuld. Aber mach dir keine Gedanken. Ich gratuliere dir 40-jähriges Jubiläum. Bleib gesund, bleib glücklich mit deiner Mannschaft, weil Steppi macht happy. Hallo Willi, sonnige Grüße aus dem wunderschönen Emsland bei über 30 Grad. Willi, alles Gute zu deinem 40-jährigen Jubiläum. Ich bin mir sicher, dass du der einzige Busfahrer bist und ich habe im Laufe der Fußballerzeit doch einige kennengelernt, der immer noch glaubt, dass die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn auch für Busse gilt. Willi, hast uns immer gut zu den Spielen gebracht, hast uns eine Menge Punkte eingefahren. Hoffe auch für dich und deine Zukunft, dass du nicht so viele Punkte für dich einfährst. Wäuscht Willi, mach's gut, alles Gute, hier war Tata. Willi, mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute zum 40. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich hoffe, dass du noch viele Fahrten machst. Ein geiles Gespräch zwischen uns beiden gab's mal. Wir saßen irgendwo in Degerloch mit einem Bier in der Hand. Habe ich zu dir gesagt, Willi, mit dir würde ich gerne mal einen Urlaub machen, irgendwo so einen Partyurlaub, scheißegal wo. Dann hast du gesagt, ja, das machen wir mal hier. Ich muss nur gucken, wie es Mara Silvi verkauft. Ich sag's dir einfach so, dass wir in Trainingslager gehen und dann richtig eine Woche feiern gehen. Haben wir natürlich nicht gemacht, Silvi. Es war eine geile Zeit mit dir, Willi. Ich werde dich niemals in meinem Leben vergessen. Ich werde die Fahrt niemals vergessen. Mach's gut, pass auf dich auf. Viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Glück für dich. Alles Gute, bis bald, ciao. Willi, zum 40. Dienstjubiläum. Von mir die besten Wünsche, du weltbester Kutscher. Ich hoffe, dass du auch in Zukunft immer deinen Staufinder vorn drin hast, der dich zu unserer Zeit damals in schöner Regelmäßigkeit immer ans Ende geführt hat. Und vergiss bitte auch nicht, vor jedem Antritt der Fahrt immer deinen Maria Kron zu trinken. Ja, dass du ruhig bleibst und vor allen Dingen auch mal neben dem Stau auf der Parkspur überholst. Ja, also alles Gute, auf weitere Jahre mit deinem Bus und bleib gesund. Hallo Willi, herzlichen Glückwunsch zu deinem 40-jährigen Jubiläum. Ich freue mich auch sehr, dass die Auswärtsfahrten von den Blauen jetzt auch wieder weiter sind. Ich hoffe, du passt genauso gut auf die Jungs auf wie auf uns damals. Und viele Grüße aus dem hohen Norden. Dein Rappo. Auf die Blauen. Hallo Willi, zu deinem 40-jährigen Jubiläum wünschen wir dir von ganzem Herzen alles Gute. Du bist nicht nur der beste Busfahrer in der ganzen Republik, sondern auch noch ein ganz feiner Mensch. Und das wissen wir auch wirklich alle sehr zu schätzen. Auf die nächsten 40 Jahre. Auf die Blaue, viele liebe Grüße. Alles Gute, Willi. Dein Schulz und Brandy. Ciao. Ciao. In Trackenstein am Hang, da wurde dem Enzo ganz schön bang. Vom Willi wurde er vergessen, im Bus das ganze Essen. Doch Enzo, ganz schön fit, fuhr bei einer Rentnerin im Daimler mit. Willi, der gute Mann, setzte den Blinker irgendwann, glücklich vereint, am nächsten Stopp. Und die Laune war wieder top. Lieber Willi, die Moral von der Geschichte, vergesse niemals einen Spieler nicht. Alles Gute zum 40-jährigen Jubiläum. Ich wünsche dir keine weiteren 40 Jahre hinterm Steuer, aber 10 Jahre gehen auf jeden Fall noch. Allzeit gute Fahrt.